Manuela? Ja? Was machst du? Arbeiten. Mann, das ist aber immer langweilig, wenn du arbeitest. Machst du Homeoffice? Ich mach Homeoffice, ich muss ein bisschen was tun. Das ist so langweilig, wenn du immer am Schreibtisch sitzt. Ja, aber ich bin schon fast fertig. Was machst du denn? Ich bereite was für Montag vor. Da ist doch Pfingsten. Pfingsten? Was ist das denn? Das ist ein großes Fest. Und guck mal, ich komme jetzt mal zu dir. Ich bereite einen Film für die Kinder vor. Du hast Bilder gemalt? Ich habe Bilder gemalt. Genau, für einen Film, für Pfingsten. Okay. Weißt du, was Pfingsten ist? Nee. Kannst du mir bestimmt sagen. Ja, aber Ostern kennst du noch. Ja klar, das war doch das, wo wir das Ei und das Lamm hatten und ich da ein Lied gemacht habe, wo der Jesus sich aus dem Ei gepickt hat, aus dem Grab gekommen ist. Genau, wo Jesus wieder auferstanden ist. Ja. Ne? Ja. Und Montag haben wir genau 50 Tage nach Ostern. Ach so? Genau. Ne? In der Zwischenzeit ist Jesus in den Himmel gefahren und die Jünger haben sich jetzt in einem Haus getroffen, ne? Das sieht man da auf dem Foto. Also das heißt, der Jesus war jetzt nicht mehr sichtbar da, ja? Nee. Und dann war erzähl mal weiter, da waren die in dem Haus und dann? Genau, und saßen da und auch ziemlich betrübt, weil die jetzt nicht wussten, was ist eigentlich los? Okay. Ne? Manche haben mal wieder ein bisschen Angst gekriegt, vielleicht kommen die Römer oder sonst wer und vielleicht sind wir jetzt auch irgendwie gefährdet. Und die hatten schon ziemlich miese Laune. Okay. Und dann, und da steige ich dann mit meinem Film ein, dann kam plötzlich so ein Brausen. Aber da sieht man das Haus, ja, und dann ein Brausen, was für ein Brausen. So was wie so ein Sturm, weißt du, wie so ein ganz doller Wind war plötzlich im Haus. So überall im Haus war plötzlich Wind. Oh, das ist aber komisch. Ja, und dann? Und dann hatten die plötzlich richtig doll Mut. Dieser Wind ist zu denen gekommen. Na, das war der Geist Gottes. Der Geist Gottes? Ich hab totale Angst vor Gespenstern, Manuela. Hör mal, ich hab doch gesagt, der Geist, nicht ein Gespenst. Also nicht so ein weißes Ding, was irgendwie durchs Äffer flattert. Sondern der Geist Gottes, den kann man halt nicht sehen, aber man kann ihn spüren. Das ist also was Mut macht? Das macht Mut. Okay, das ist sowas wie Mutkraft, ja? Wie Mutkraft, genau. Okay. Vielleicht ist das ein besseres Wort als Geist, ne? Es ist die Mutkraft. Und die kam zu den Jüngern. Und das war ein bisschen wie Wind? Genau. Hast du schon mal Wind gesehen? Nee, aber weißt du, das Wind ist ja auch eine Kraft. Kann man auch nicht sehen, aber kann man ja spüren, weil der Wind ja auch was bewegt, ne? Genau, guck mal, ich habe dann auch noch was zum Bewegen dabei. Guck, ein Windrad. Ja. Und wenn man da so reinpustet. Boah, super, hast du das selber gebaut? Ja. Ja. Ne? Und du siehst den Wind nicht, du siehst das Pusten nicht, aber du siehst da, das Rad bewegt sich. Man sieht, wie sich das dreht, wenn du da reinpustest, ja. Aber Manuela, wenn jetzt draußen mal richtig Wind ist, dreht sich das dann auch? Das dreht sich, man kann noch viel mehr tolle Sachen mit dem Wind machen. Können wir mal rausgehen und das mal ausprobieren? Ja, super Wetter, komm mit raus. Ja. Hey Paul, du hast ja einen schönen Platz gefunden. Ja, ne, das ist total gemütlich hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, es ist gar nicht viel Wind im Moment, oder? Gar nicht viel. Seh mal, das bewegt sich. Und ich meine... Boah, super. Boah, das ist ja eine richtige Böe jetzt im Moment. Genau. Spürst du es denn auch im Gesicht? Deine Haare flattern ja klar, schon. Klar. Meine Haare, die flattern schon im Wind. Und da, boah, der Wind hat richtig Kraft. Ja, das war ja schon ganz spannend mit dem Wind. Aber Manuela, geht die Geschichte noch weiter? Na klar geht die weiter. Ich habe auch schon das da vorbereitet für den Film, für die Kinder. Okay, sollen wir mal wieder reingehen, dann zeigst du mir, wie es weitergeht? Können wir machen. Hast du da jetzt auch Bilder von gemalt? Genau, guck, hier geht's weiter. Willst du erstmal gucken? Ja. Schau, das sind die ganzen Jünger, also die Freunde von Jesus, die da sitzen. Oh. Und schau, jetzt lachen die alle, ne? Die haben ja die Windkraft, also die Gotteskraft, die Geisteskraft miterlebt, ne? Und jetzt schau. Was haben die denn da auf dem Kopf? Das sind kleine Flammen. In der Bibel steht, die hatten plötzlich sowas wie Flammen auf dem Kopf. Und die haben die nicht verbrannt, sondern die Flammen haben denen nochmal extra Mut gegeben und Kraft rauszugehen und allen Leuten von Jesus und von Gott zu erzählen. Oh, das ist aber komisch. Also ist Feuer ist auch Kraft? Feuer ist auch eine Kraft, so wie Wind. Warum denn? Kannst du mir das mal erklären? Klar kann ich dir das erklären. Schau mal, wenn du eine Kerze anmachst.
Ja? Oh ja! Ne? Können wir mal eine Kerze anmachen? Ja, da hinten auf dem Schreibtisch steht noch eine. Oh, ich mag ja gerne Kerzen, ne? Aber die sind natürlich, Weihnachten sind besonders schön, aber ja, jetzt ist ja Pfingsten, ne? Aber jetzt machen wir mal. Zum Geburtstag kann man auch Kerzen anmachen, ne? Ah, das stimmt. Immer Kerzen anmachen. Ne? Du weißt ja, was passiert, wenn du deine Hand da reinhältst? Das ist heiß, ne? Das ist, Vorsicht, nicht so ganz nah. Ja, ja. Genau, heiß kennst du schon, ne? Ja. Und wenn einem richtig kalt ist, kann so ein Feuer auch wärmen. Das stimmt, das ist auch eine Kraft, die warm macht. Da hast du recht, ja. Und das ist auch Licht, ne? Wenn es ganz dunkel ist, ist ja auch ein bisschen so wie Kraft. Genau, das gibt Helligkeit. Ne? Aber weißt du, ich meine, Wind kann man spüren und nicht sehen, aber und Flamme kann man zwar sehen, aber trotzdem nicht anfassen. Ne? Man kann ja die Kerze, die Flamme jetzt nicht so nehmen und auf eine andere Kerze packen. Weißt du was, Manuela? Ich könnte mir ja mal ein Lied einfallen lassen, so ähnlich wie mein Osterlied, nur mit Wind und Feuer und Geistkraft und so. So ganz spontan? Ja, mach ich mal. Ich habe schon eine Idee. Den Wind, den kennt ja jedes Kind. Den Wind, den kennt ja jedes Kind. Doch kann den Wind ja niemand sehen, nur wenn die Räder sich im Winde drehen. Sie brennt, die kleine Flamme brennt. Sie brennt, die kleine Flamme brennt. Man spürt die Wärme, sieht das Licht, doch fassen, greifen können wir sie nicht. Viel Kraft hat Feuer und hat Wind. Viel Kraft hat Feuer und hat Wind. Gott ist zwar selber unsichtbar, doch ist mir seine Geistkraft immer nah. Hey, das ist ja wunderschön. Na, danke, danke, danke. Dann können wir jetzt Pfingsten feiern. Ja. Und die Kinder auch. Dann können wir, gibt's Pfingsten noch Kuchen? Stimmt, bei uns schon. Okay, super. Tschüss. Tschüss.